Hallo meine Lieben, ja, da bin ich wieder. Lang genug habe ich mich jetzt um dieses Video gedrückt, beziehungsweise ich hatte auch keine Zeit und ich habe mich gedrückt, weil ich immer dachte, naja, vielleicht muss ich das ja gar nicht tun, aber ich habe dann festgestellt, dass ich es doch tun muss und euch ist es ja bestimmt aufgefallen. Ich glaube, das letzte Video habe ich vor, weiß ich nicht, 2 Monaten oder so hochgeladen. Ja, also irgendwann ist es leider so weit, dass man dann keine Zeit mehr hat und man muss sich für Dinge entscheiden im Leben und man muss Prioritäten setzen und ich glaube, jeder von uns kommt irgendwann mal an den Punkt, wo er sagt, er muss sich für irgendwas anderes entscheiden oder zwischen zwei Dingen. Und ja, bei mir war es jetzt leider das Let's Play, das darunter leiden musste und deswegen habe ich auch eine traurige Nachricht und zwar, dass ich ja mit dem Let's Playen aufhören werde, aber das kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht sehr überraschend, weil ja, es hat sich ja schon seit Monaten angebahnt, dass ich immer weniger Zeit hatte und sehr wenig nur hochgeladen habe und immer wieder Schaffenspausen machen musste und es bringt euch nichts und es bringt mir leider auch nichts, wenn ich gezwungenermaßen versuche, noch irgendwo die Zeit zu finden und wenn ich dann gestresst nach Hause komme und erstmal noch andere Sachen machen muss und dann mir denke so, oh nein, jetzt muss ich noch spielen und aufnehmen, dann ist es das leider nicht mehr wert, weil ich das immer gerne gemacht habe und immer des Spaßes wegen gemacht habe und weil ich ja, da einfach totalen Fun dran hatte und natürlich die Leute alle mochte und mag und die Kommentare und überhaupt. Aber wenn es dann irgendwann ja in so einen Zwang übergeht, dann bringt es einfach nichts mehr. Ich zocke natürlich nach wie vor noch gerne, aber ich zocke halt mal hier und mal da. Ich zocke ein bisschen LOL, dann zocke ich ein bisschen Risen, dann zocke ich ein bisschen Minecraft, dann zocke ich ein bisschen... Also halt immer nur so, ja, was ich gerade mag und dann mit Freunden auch und nicht alleine. Und ich mag dann auch nicht quatschen. Ich habe ja eine neue... Also ich bin ja aus dem Krankenhaus raus, ich arbeite da nicht mehr. Ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen und ich bin jetzt, ich leite jetzt ein kleines Team und ich muss halt unheimlich viel reden. Und dann habe ich immer keine Lust, wenn ich nach Hause komme, da auch nochmal so viel zu quatschen. Und deswegen, ja, geht da der Spaß leider ein bisschen verloren. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich habe gerne Sachen gemacht, die mit Reden zu tun haben und ich mache es auch immer noch gerne und ich quatsche auch immer noch gerne und ich arbeite auch immer noch gerne mit meiner Stimme. Und ich, überlege auch, ob ich zurück zu Raute Musik gehe. Das ist ein Online-Radiosender. Da habe ich ja wegen des Let's Plays aufgehört, weil ich nur für eins von beiden entscheiden konnte. Das nimmt aber weniger Zeit in Anspruch. Es sind dann zwar natürlich 2 Stunden in der Woche oder so, die man da dann streamt, aber ja, ich muss nichts rendern, nichts hochladen, nichts, versteht da, keine Thumbnails bearbeiten. Ja, auch es ist so traurig. Ich werde den Kanal auf jeden Fall also aktiv lassen. Es wird ihn noch weiterhin geben. Vielleicht werde ich auch das ein oder andere Mal bei irgendwem zu Gast sein oder von irgendwem eingeladen. Ich weiß es nicht. Ich bin dafür natürlich immer offen. Vielleicht komme ich, oder es mag sein, ich meine, beim Radio komme ich ja vielleicht auch zurück. Vielleicht komme ich auch irgendwann mal wieder zum Let's Play zurück, wenn ich im Lotto gewonnen habe und nicht mehr arbeiten gehen muss. Dann habe ich ganz viel Zeit und dann kann ich auch wieder Let's Playen. Aber es ist echt kacke. Ich bin um 7 ungefähr zu Hause um 19 Uhr und ich gehe dann auch schon so um 10, halb 11 wieder ins Bett und die paar Stunden, die ich dann habe, nutze ich halt gerne für andere Sachen. Da gehe ich dann mit dem Stinkehund lieber spazieren. Ja, aber es war cool. Es war echt cool. Oh Mann, ich bin am Ende sogar so super unterstützt worden. Also auch nochmal hier danke an VIS zum Beispiel und alle anderen, die ja mal was mit mir gemacht haben. Natürlich den Fischkopf, der abgegangen ist wie eine Rakete. Das ist der Wahnsinn. Als ich ihn kennengelernt habe, hatte er ungefähr 30 Abonnenten. Jetzt hat er keine Ahnung wie viele, über 10.000, 12.000. Ich freue mich echt für ihn. Also das ist super. Das motiviert dann einen auch mehr, da wirklich weiterzumachen, als wenn man dann halt immer so mit 50 bis 100 Views vor sich hin dümpelt. Aber es ist ein Teufelskreis. Lädt man keine Videos hoch, kriegt man natürlich auch nicht mehr Views. Kriegt man keine Views, mag man keine Videos hochladen und naja, ich will jetzt niemandem hier irgendwie ne Schuld zuschieben oder so. Um Gottes Willen, hier hat keiner Schuld. Niemand hat Schuld. Es ist einfach passiert, wie es passiert ist. Der Kavalierpirat zum Beispiel, der hatte ja auch eine Schaffenspause eingelegt. Ich glaube, der macht jetzt so witzige zusammengeschnittene Videos. Jeder findet da irgendwann seinen Weg. Also ich wünsche vor allem dem Fisch echt alles Gute. Und boah, aber mit dem habe ich ja auch noch Kontakt. Ich bin ja nicht aus der Welt, nur weil ich
jetzt das offiziell mache, dass ich mit YouTube aufhöre, bin ich ja nicht weg. Ihr könnt mich ja immer noch erreichen, ne? Ihr könnt mir immer noch schreiben, falls irgendwer Bock hat. Ihr könnt auch, wenn ich Zeit habe und Bock habe, können wir auch zocken und solche Sachen gehen natürlich immer. Naja, nicht immer, aber sollten gehen. Und wer jetzt denkt, ich weine gerade, weil ich hier so vor mich hinschnupfe, nein, ich, ja, nein. Heuschnupfen im Winter oder so, Herbst. Ja, ansonsten, Mann, war das alles cool. Ich will eigentlich jetzt gar nicht aufhören zu quatschen. Schnüff. Das Leben ist so traurig. Ich habe mir auch nichts überlegt. Ich dachte, hey, vielleicht mache ich irgendwie am Ende noch ein Video, in dem ich eine Roomtour oder so, Roomtour mache und mir denke, also eigentlich haben gerade die treuen Leute es verdient, dass ich das abschließe mit einem coolen Video, in dem man mal mein Haus sieht und mal mich sieht und so. Aber ja, ich mag irgendwie diese Anonymität. Ich habe die ja schon immer gemocht, das wisst ihr ja. Die meisten haben immer nach Facecam geschrien und ich weiß nicht, dann erkennt mich irgendjemand, der aus dem Real Life hier und ich habe das ganz gerne getrennt. Wenn ich jetzt unglaublich berühmt gewesen wäre, dann wäre ich natürlich mit Gronkh zusammen auf der Bühne aufgetreten. Das ist ja ganz klar. Also, ne? Oh Mann, Leute, ist echt gar nicht so einfach. Okay, na gut. Also, haltet echt alle die Ohren steif. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr andere coole Let's Player jetzt sehen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel den Fischkopf sehen. Oder, oh mein Gott, was ist denn hier los? Den Fischkopf sehen oder ich kann euch GameTube auch sehr ans Herz legen. Ich liebe Michael Obermeier. Michael Obermeier, bitte, das hörst du, ich liebe dich. Wen gucke ich denn noch gerade gerne? Ich gucke gerade gar nicht so viel. Also eigentlich gucke ich nur GameTube. Nicht mal den Fisch, nicht mal für Fisch habe ich Zeit. Es ist so traurig. Hier, warte, ich guck mal in meine Liste. Warte. YouTube. Pasup. Und jetzt nenne ich euch ein paar YouTuber und die müsst ihr dann gucken und dann ist... Oh, Knallerfrauen ist keine YouTuberin, sondern... aber die habe ich auch abonniert, weil die da manchmal so kleine Clips hochladen. Also GameTube. GameTube hat auch noch einen Horrorkanal. GameTube Horror heißt er dann. Voll einfallsreich. Aber ist so. Der Fu Manchu hat ja auch aufgehört. Der macht ja auch gerade nicht wirklich weiter. Vielleicht kommt er aber auch irgendwann zurück. Ach, Tyska. Mensch, Tyska. Die gucke ich gerade aber auch nicht. Und Anonymous. Ach, die ist auch toll. Aber auch die gucke ich gerade nicht. Aber die müsst ihr euch unbedingt angucken, weil die total cool ist. Was haben wir hier noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Smosh Games, die sind aus Amerika. Ich glaube aus Amerika. Machen ja Let's Plays und so ein bisschen Show und so ganz coole Sachen. Aber halt auf Englisch. Der Florian Heider, der Heider-Flo. Ja, das ist so ganz nett, da ist dieser Bayer. Von High Five kommt der hier, von der ganzen GameStar-Riege. Ja, das sollte doch mal reichen. Ach, natürlich Hose. XQXDQM Hose. Gottkönig des Fails. Ach, auch hier Grüße. Großartig. War auch schön. Isen. Oh Mann, Isen, natürlich. Wie sie mir jetzt alle einfallen. Der Isen. Der mit der tollen Stimme. Was haben wir hier noch? Oh, es war schon. Wieso war es das schon? Ich habe letztens aufgeräumt. Ach so, nee, hier kann man noch auf Weiterklicken. Ah. Oh, ich entdecke YouTube jetzt irgendwie nach, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Naja, gut, ich will euch damit auch nicht langweilen. Jetzt habt ihr ja ein paar Ausweichmöglichkeiten gehört. Danke für alle, die mir so lange treu waren. Danke, Hirnsturz zockt, kann ich auch empfehlen. Holly LP ist auch toll. Cassie Mexican ist aber ein Kanadier, auch wenn er Mexican heißt, weil er eigentlich ein Mexikaner ist, aber jetzt wohnt er, glaube ich, in Kanada. Danke, dass ihr mir treu wart. Danke, dass ihr meine Videos geguckt habt, kommentiert habt, geliked habt, was auch immer habt. Danke auch für die, die mir jetzt immer geschrieben haben, Honey, wo bist du? Oh mein Gott, bist du kaputt gegangen? Nein, ich lebe noch, aber ich lebe in einer anderen Welt ohne YouTube. Oh, also nee, ernsthaft, danke, seid meine Bros und haltet die Ohren steif. Bis irgendwann hoffentlich. Ach ja, und wenn ich wieder bei Raute Musik sein sollte, dann kann man das auf Facebook auf meiner Seite lesen. Dann werde ich das natürlich öffentlich kundtun. Also bis dann, meine Lieben. Haut da rein. Tschüss.